gerade aus zur Meldung an Herrn General und die Majestät. Und Schützenbrüder. Im Namen der Arbeitsgemeinschaft der Holzminder Schützenvereine darf ich Sie recht herzlich zum großen Schützenstaffelstreich hier auf der kleinen Steinbreite begrüßen. Alte Traditionen pflegen und weitergeben sowie Zeichen setzen für Gegenwart und Zukunft. Unter diesem Motto wollen wir auch in diesem Jahr das Holzminder Schützenfest feiern. Wir möchten Ihnen heute zum ersten Mal im Rahmen des Schützenfestes den großen Zapfenstreich darbieten. Den Zapfenstreich spielen wir zu Ehren unserer scheidenden Majestäten, für die am heutigen Tag ihre zweijährige Regentschaft zu Ende geht. Ich möchte Ihnen die Majestäten noch einmal vorstellen. Da wären der große König der Stadt Holzminden, Olaf Reinfeld von der Bürgerschützengesellschaft, Schützengesellenkönig Henry Gilner vom Schützenclub Eintracht, der Bürgerkönig Michael Rosse und unser Jugendkönig Gerrit Kumling vom Verein Junger Schützen. Liebe Majestäten, ihr habt das Holzminder Schützenwesen in diesen zwei Jahren würdevoll vertreten. Seid all euren Verpflichtungen, die mit dem Amt verbunden sind, nachgekommen. Wir haben als Zeichen eurer Königswürde die Schützenscheiben angebracht und in den selben Runden schöne Feste gefeiert. Dafür euch allen recht herzlichen Dank. Der große Zapfenstreich wird uns dargeboten vom Stahler Blasorchester unter der Leitung von Jonathan Mann und dem Tamburchor Stahle unter Leitung von Hubert Strunk. Herr Major, führen Sie den Zapfenstreich fort. Jawohl, Herr General. Schützenbataillon und Gastvereine, Stillstand! Großer Zapfenstreich! Eintracht von 1905, Vorsitzender Jörg Owind und Vereinsmeister Hans-Jürgen Rosenkranz.
Ralf Nagels und die Vereinskönigin Marina Decker. Thomas Schöning, Hauptmann der 3. Kompanie, Frank Lohmann, mit dem Königspaar König Andreas Hirt und Königin Katharina Mikus, die Schützengesellschaft Stahle mit ihrem Vorsitzenden Ulf Fiege, Schützengeneral Heinz Werner Struck, Altkönigspaar Jens und Konstanze Hohagen und dem Jungkönigspaar Nico Lunges und Vanessa Altweg mit Hofstab. Dazu gesellt sich die Schützenbruderschaft St. Johannes Lüchtring, erster Brudermeister Helmut Fischer, Oberst Thomas Beberungen, das Altkönigspaar Krimelt und Manfred Beberungen mit Hofstaat und Jungkönigspaar Annemarie Engel und Dennis Witte mit Hofstaat. Wiederum gefolgt durch die Schützenbruderschaft Albachsen, erster Brudermeister Franz Josef Rabe, Oberst Werner Sievers, Jungkönigspaar Dominik und Jana Potterst mit Hofstaat. Es ist die Arbeitsgemeinschaft der Münchner Schützenvereine mit ihrem Vorsitzenden Volker
Bayern. Lieber Volker, du und dein Team, die vielen, vielen Helfer und Helfer hat eine großartige Arbeit geleistet. Herzlichen Glückwunsch dazu. Vielen Dank. Ich wünsche Sie jetzt aber nicht weiter auf die Folterspanne und beginne mit dem Jugendkönig 2015. Das ist Hendrik Schweizer. Herzlichen Wir werden das öfter einmal testen. Bitte, ein kleines